Meinungsmacher Top Talk 100, die außergewöhnlichsten Unternehmer und Unternehmen im ganz persönlichen Gespräch. Ja, wir bauen auf jeden Fall für die Ewigkeit. Holzbau Köpichler. Die Meinungsmacher Top Talk 100, herzlich willkommen zu den ganz persönlichen Gesprächen mit den 100 außergewöhnlichsten Unternehmern des Landes und heute im Pinzgau, im wunderbaren Saalfelden bei Holzbau Köpichler. Mir gegenüber sitzt der Andreas Köpichler, der Hausherr, der Gründer des Unternehmens. Begrüße. Wir sind per du bist ein hemdsärmeliger Mann mit Handschlagqualität. Holzbau Köpichler steht auch genau dafür. Vielleicht einmal eingangs, man sieht viel Holz, man sieht unterschiedliche Sachen, die ihr macht. Was macht ihr alles genau? Wir machen eigentlich sämtliche Holzbauarbeiten vom traditionellen Holzhaus, Bauernhaus bis auch zu modernen Holzriegelhäusern oder Fassaden, einfach was jeder Kunde will. Großer Schwerpunkt der Hausbau, wo ihr den Kunden begleitet von der Idee bis hin zur Schlüsselübergabe, als ich sage jetzt Generalunternehmer diesbezüglich. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Was kommt sonst noch in den Holzbau rein? Ich sehe da hinten ein Geländer für einen Balkon beispielsweise, dann Fußböden für Terrassen, was noch alles? Wir machen eigentlich Fassaden, Fußböden, was du gesagt hast, für Terrassenboden in sämtliche Ausführungen. Dachstühle, Innenausbauten, Holzstiegen, Tragwerke, Stallgebäude, Bauernhäuser in traditioneller Ausführung, auch modernen Holzbau. Es wird heute oft gewünscht und auch zeitgemäß. Holz hat ja tolle Eigenschaften in Bezug von Gewicht auf die statische Tragfähigkeit, tolle wärmetechnische Eigenschaften und im Großen und Ganzen ein nachwachsender Rohstoff und ein tolles Produkt. Du hast dich da, glaube ich, ein bisschen im eigenen Firmengebäude ausgetobt, weil das ist eine gewaltige Konstruktion, schaut ja brutal aus. Das ist schon faszinierend, von der Statik, von allem, das zu planen, das ist leicht gebogen. Was war da die Herausforderung von dir? Ja, die Herausforderung ist bei uns eigentlich immer die Schneelast. Okay. Ja, wir sind ja da in der Gebirge in Pinzgau, in Saalfelden, da ist eigentlich die Schneelast, sage ich mal, mit 500, 600 Kilo pro Quadratmeter. Das ist eigentlich die Herausforderung schon, dass man das statisch in Griff kriegt, aber das ist eigentlich für einen Holzbauer, wenn man eine gute Ausbildung hat, ist das eigentlich, macht das eigentlich Spaß und kein großes Problem. Das heißt, ihr und du seid gewohnt, für die Ewigkeit massiv zu bauen? Ja, wir bauen auf jeden Fall für die Ewigkeit. Es ist Holz ein für mich extrem emotionaler, heimeliger Werkstoff, guter Übergang, aber apropos heimelig, Familie spielt auch in deinem Leben eine große Rolle, gell? Ja, große Rolle, ja. Ich bin aufgewachsen in Viehofen mit zwei Brüdern, die Eltern, Vater Zimmerer. Beide Brüder sind da Zimmermeister, sind eigentlich alle noch in dem erlernten Beruf tätig. Mir privat, ich habe eine Frau, drei Kinder. Die Kinder sind von 3 bis 19 Jahren alt. 3 bis 19 Jahren? Ja. Das ist ja alles durch quasi sozusagen. Ja, als Bub, Mädels, wie gemischt? Zwei Söhne und eine Tochter. Und ich hoffe, dass einer von ihnen dann vielleicht meinen Zimmereibetrieb übernehmen will. Ja. Aber das ist ja nicht zwingend. Aber du bist ja trotzdem in der Wiege quasi schon mit Holz in Berührung gekommen durch deinen Vater. Wie ist es bei deinen Kindern? Ist der Holzspiel da auch eine Rolle? Gehen die mit? Sehen die das? Erleben die das mit wahrscheinlich auch schon, oder? Ja, mein älterer Sohn, der macht ja schon eine Lehre zum Schlosser und Elektrotechnik beim Verbund. Mein jüngerer Sohn geht jetzt in die Volksschule. Den nehme ich schon oft mit in die Firma, dass er das ein bisschen mit sich. Bevor wir zum Holzbau, zum Hausholzbau machen, das macht sie nämlich auch, vielleicht ganz kurz, was waren so die Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens bis heute da? Es ist, man muss auch dazu sagen, wir sehen es auch immer wieder in den Bildern eingeblendet, eine unglaublich schöne Gegend. Du weißt, glaube ich, gar nicht, wie schön du das hast. Wenn du da rausschaust, links, rechts, hinten, vorn beim Fenster, überall grün, überall die Berg. Was waren so die Entwicklungsstandorte? Der größte Meilenstein war auf jeden Fall das Neubau des Firmengebäudes. Wir haben die Firma mit 26 Jahren gegründet, dann mit 31 Jahren Firmengebäude gebaut und Grundstück gepachtet. Das war eigentlich das Größte und eigentlich das Schwierigste, weil es eine große Investition ist und auch eine super Investition für die Zukunft. Da muss ich einhaken, weil schauen auch viele Unternehmer zu, gerade auf NTV auch, mit 26 Jahren die Firma zu gründen, mit 31 dann sowas hinzustellen, da wären große Investitionen gewesen sein. Man sieht da unter uns auch Maschinen, die da rumstehen, das kostet alles extrem viel Geld. Ganz salopp formuliert, man darf es umgangssprachlich so sagen, da muss man echt Eier haben, dass man diesen Schritt wagt. Was war da damals der Antrieb, dass du gesagt hast, okay, ich mach's, weil das ist ein großes Risiko. Ich denke jetzt nicht an Scheitern, ich habe das Firmengebäude oder meine Firma nicht gegründet und habe im Hinterkopf gehabt, ich könnte scheitern, das war für mich nie eine Option. Und das hat sich ja bewahrheitet. Es werden dann immer als Unternehmer Steine in den Weg gelegt und Gegenwind, was man bekommt und da muss man durch. Und wenn man Unternehmer ist, dann sind eigentlich das die,
die Sachen, was man zu meistern hat. Na gut, du bist insgesamt ein robusterer Kerl. Du bist Mountainbike Downhill fahren, dein Büro steht dein Mountainbike. Du bist Jager, das heißt insgesamt robuster und zielorientiert auch. Ja, auf jeden Fall. Wobei der Holzbau ist da aber schon in die Wiege gelegt worden. Wie war dann dein persönlicher Werdegang? Mein persönlicher Werdegang, ich habe ganz klassische Zimmerlehre absolviert und dann einige Jahre als Vorarbeiter gearbeitet. Dann die Bauhandwerksschule in Hallein, danach die Zimmermeisterprüfung. Angeblich habe ich gehört, wirklich nicht leicht ist. Es dauert mehrere Tage hinweg. Die Leute sagen, puh, das ist schon, da musst du was kennen. Ja, sie dauert in etwa acht Tage. Acht Tage, die Prüfung? Ja, ja. Wow. Man hat von der Statisch bis zur Projektausweitung alles hinbegriffen. Ja. Ich habe dann noch 2017 die Bauträgerprüfung gemacht, weil mir das eigentlich interessiert und bei uns auch dazu passt. In Zukunft ist ein viel Häuselbau und so. Die haben eigentlich mit den Bauabläufen nichts zu tun. Und die kommen zu uns und sagen, schau, Andreas, wir möchten das und gerne bauen. Kannst du das machen, schlüsselfertig, die Koordination und die Bauleitung. Und das können sie bei uns eigentlich alles bekommen. Ja. Interessante Frage. Ich sage jetzt, Holzbau-Köbücher, Holzhaus hätte ich gern. Wie schaut dann der Weg aus? Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Schlüssel bekommen, einziehen und sagen, hurra, da wollen wir jetzt. So, du kommst zu mir ins Büro, dann stößt man mir das vor, du möchtest so und so groß bauen, dann schauen wir mal, möchtest du es modern bauen oder traditionell? Dann schauen wir uns einmal das Grundstück an, die Gegebenheiten, Abstehen von den Nachbarn, dann gehen wir mal zur Gemeinde, dann machen wir mal Abstehen und Modernen. Ist immer einfacher, wenn man im Vorfeld da schon viele Sachen abklärt. Und dann gehen wir in die Entwurfsplanung, dauert die in etwa, sagen wir, einen Monat und die Einreichplanung später. Dann sind wir bei der Projektentwicklung bei 2 Monaten bei einem Einfamilienhaus. Dann circa 1 bis 2 Monate die Baureifmachung und bis zur Bauverhandlung. Und da haben wir in etwa eine Bauzeit im Holzbau von 6 bis 8 Monaten. 6 bis 8 Monate. Muss man das auch ausfrieren lassen über den Winter, so wie ein Ziegelbau? Oder gibt es da irgendwelche? Nein, das ist eine Trockenbauweise. Ja. Wir haben da kein Baufeld, das Einzige, was wir haben, ist das Fundament oder die Bodenplatte. Aber sonst sind wir eigentlich komplett eine trockene Bauweise. Da verliert man keine Zeit jetzt oder so? Ja? Nein, da verliert man keine Zeit. Unsere beiden Chefkameraleute hat gesagt, da riecht es nach Holz, das ist so schön. Und du selber wirst das nicht mehr riechen, weil du jeden Tag mit Holz zu tun hast. Aber Holz ist ein unglaublich faszinierender Werkstoff. Gell? Das ist, welche Vorteile hat das alles im Hausbau zum Beispiel? Na, das hat viele Vorteile. Eine gesunde Umgebung, trocken. Ich habe keine Baufeuchte, das ist eigentlich ein großer Vorteil, weil die Baufeuchte, wenn man es oft aus Massivbau kennt, wenn jetzt außen da zum Beispiel nur 20 oder 30 cm Styropor montiert werden, dann ist ja das komplett dicht, die Baufeuchte kann nicht nach außen, muss nach innen, also muss irgendwie abgeführt werden durch die Lüftung, wenn man da in der Früh munter wird und es ist nicht gelüftet, dann sind oft einmal bei den Fenstern, ist das nass und sowas wird beim Holzbau nicht. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es komplett ökologisch ist. Wie schaut das mit Wärmedämmung zum Beispiel? Ganz großer Faktor heute auch, Heizwerte und all diese Sachen. Ja, wenn ich jetzt rechne, ich baue ein Holzbau außen und vor einem Holzbau mit 32 cm brauche ich im Massivbau eine Wand mit mindestens 45 bis 50 cm, dass ich den gleichen Dämmwert habe. Schall, merke ich, Schall ist ja auch, das ist, die Isolierung ist ja noch besser fast quasi. Gell? Ja, weil es einfach mehr Masse hat. Da gibt es verschiedene Dämmungen für die Riegelwände, mit Steinwolle, mit Zellulose, Kork, ganz die verschiedensten Sachen. Und die haben eigentlich, wie zum Beispiel Steinwolle hat eine große Masse, mehr wie Styropor. Und deswegen hat man schalltechnisch ganz super Werte. Ja. Eine Frage, die natürlich bei vielen auftaucht, ist, ja, das ist ja viel teurer als normaler Ziegelbau oder sonst irgendwas. Stimmt auch nicht mehr mittlerweile, gell? Nein, mittlerweile stimmt das nicht mehr. Das war früher, dass sagen wir, ein Holzhaus um 10% vielleicht teuer, aber es wäre massiv. Und mittlerweile hat sich das geändert, weil Beton und Eisen Mangelware ist und durch das auch teuer. Wir haben mit Holz das Gleiche mitgemacht, aber mittlerweile hat sich das wieder gefestigt und wir können eigentlich wieder super Preise machen und sind da voll im Rennen und eher schon günstiger. Vor allem auch die Preise gut kalkuliert schon, dass du weißt, was in ein paar Monaten, dass du zu dem Preis auch anbieten kannst, was viele nicht können. Weil bei vielen wird durchgestrichen, die Preisgarantie. Genau. Und natürlich auch eine Frage, Holzhaus hält das so lang? Die Frage ist obsolet, weil ein Baum wird 200 Jahre, wenn er dort steht, hat er auch 200 Jahre gehalten. Aber die Frage taucht ja wirklich auch immer wieder auf, gell? Hält ein Holzhaus so lange? Ja, Holzbau, wenn das ordentlich gemacht wird und vom Holzbaumeister, der was eigentlich da fundierte, gute Ausbildung hat, von Grund auf, der weiß ja, was er macht. Und wenn man jetzt schauen, gerade im Pinzgau, Bongau und in unserer Gegend gibt es ja viele Bauernhäusel, die sind ja aus Holz gemacht. Das sind 400, 500 oder noch älter. Und die Winter bei euch sind ja noch ordentliche Winter, da ist ein bisschen kälter als irgendwo anders in Österreich. Ja, kälter und vor allem schneereich. Ja. Wir haben bei mir Schneemassen gehabt von 2 Metern und mehr und sie sind auch nach wie vor
gut gebaut. Ja. Was ist dir wichtig beim Holzbau prinzipiell? Was ist dir wichtig bei den Holzbauhäusern und andererseits bei allem, was ihr sonst so baut? Ja, was mir eigentlich wichtig ist, ich muss sagen, ich habe sehr gute Mitarbeiter. Gell? Die wissen, dass eigentlich das, was wir im Büro auf Papier bringen, und ich kann ja viel zeichnen, aber wenn ich jetzt nicht die Mitarbeiter habe, wie ich habe, oder gute Mitarbeiter, dann werde ich auch das nicht auf der Baustelle umsetzen können. Und das ist mir eigentlich immer ein großes Anliegen, dass wir die Baustelle vom Anfang bis Ende zur Zufriedenheit vom Kunden machen. Wenn man jetzt durch die Halle geht, was findet man da alles? Was ist da alles? Was sind da für Maschinen? Was passiert da? Wir haben eigentlich so mit in so einem Neubau einen komplett neuen Maschinenpark gekauft, investiert. Und da haben wir eigentlich von der Linksschnittsäge, von der Kreissäge, von der Fräse, von einem Vierseit-Hobelautomaten, der aber so vier Seiten in einen Durchgang hobelt, sämtliche Geräte, was wir vom Holzbau eigentlich brauchen, wir haben eine gute Ausstattung. Wie weit wird das Haus dann hier schon fertig gebaut? Die ganzen Elemente, die Wandelemente, werden als Fertigteile zusammengebaut, auf der Baustelle geliefert, verschraubt und der Innenausbau und die Fassaden, das erfolgt dann vor Ort. Aber die Wand an sich wird da fertig gemacht, da kommt der Tieflader sozusagen und führt das dann dorthin. Das Holz, woher kommt das? Das Holz kriegen wir eigentlich regional. Okay. Die ganze Bauholz, was wir verwenden, kriegen wir eigentlich aus Maishofen, aus direkt in einem Umkreis von 3 Kilometern. Ist ja, das gut, ist ja natürlich für den CO2-Abdruck gigantisch. Ist optimal, ja, und auf das schauen wir halt ein bisschen. Und die ganzen verlemmten Holzteile kommen aus Osttirol, aus Lienz. Das ist von der Strecke eigentlich auch, das ist in etwa eine Stunde entfernt. Und auf das schauen wir schon, dass wir eigentlich kurze Wege haben und in so einem ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten. Na gut, das könnte man so wünschen. Ich habe mal gehört, dass bei einer Baustelle von einem Einfamilienhaus insgesamt einen Kilometer zusammenkommen, beim Ziegelmassivhaus 23.000 Kilometer an den Gewerken. Da geht man davon aus, dass alles im Umkreis von 50 Kilometern ist. Kann man sich vorstellen, was das für ein CO2-Unterschied ist, wenn es 3 Kilometer entfernt davon kommt sozusagen und das Ganze hintransportiert wird. Wenn du in die Zukunft schaust, im Moment gibt es natürlich wahrscheinlich Arbeit noch und nöcher, was auch gut ist. Holz beliebter denn je. Holzbauweise beliebter denn je. Wo geht deine Vision hin? Meine Vision für unseren Betrieb ist so, ich möchte es ein bisschen mehr forcieren, als Generalunternehmer. Da ist man eigentlich von der Planung bis zur Fertigstellung alles aus einer Hand, dass die das für uns beziehen können. Weil das ist, wie schon gesagt, es ist von den Leuten auch gewünscht. Und ich finde das eigentlich eine gute Sache. Ich habe meine Partnerbetriebe, die was richtig, wo ich von jedem überzeugt bin, dass die eine tolle Arbeit machen. Und das ist eigentlich die Zukunft. Glaube ich, und der Holzbau hat von Haus aus Zukunft, weil es eben nachhaltig ist und mit den ganzen CO2 ist ja ein Riesenthema. Und die Nachhaltigkeit, das Ding, glaube ich, schaue ich in eine positive Zukunft, auch wenn es zurzeit durch die ganzen Umstände nicht so einfach ist, aber wir werden das meistern. Du vor allem, wo du so zukunftsorientiert und wo du so zielstrebig bist. Und das stimmt schon, diese Nachfrage nach der 360-Grad-Lösung, One-Stop-Shop quasi sozusagen, dass du von der Idee bis zum Einreichplan, bis zur Umsetzung, bis zum gesamten Begleiten, bis zur Schlüsselfertig sozusagen, alles aus einer Hand, das ist ganz sicherlich gefragt auch, Denis. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich durch das entwickelt. Wir haben vor etlichen Jahren, wir haben das vorher nicht gemacht, aber vor etlichen Jahren sind alle mehr zu uns gekommen, Familien, und haben gesagt, ja, kannst du da helfen mit dem Haus? Wir haben keine Ahnung. Wir haben keinen Architekt. Ich muss jeden Professionisten einzeln verhandeln. Wir wissen es nicht, was sie kriegen. Machen sie das, machen sie einen Preis für das Haus und koordinieren sie das. Und dann haben sie einen Ansprechpartner. Das ist für sie einfacher, ist weniger Stress. Was soll man, wenn man Köpichler hört, was soll man denken, was soll man fühlen, was soll am Ende des Tages da überbleiben? Ich hoffe, dass unsere Kunden am Ende des Tages sagen, oder zum Beispiel, wenn ich mit in 20 Jahren in meinen Sohn gehe, dass sie sagen, schau, ich habe Köpichler Haus und ich hätte noch Freude. Ja. Und das möchte ich gern. Und dass ich dir nachher noch triff, jetzt sage ich bei einem Bierzeit auf ein Bier, und der sagt, schau, Andi, vor 20, 25 Jahren haben wir unser Haus mit dir gebaut, das war eine richtige Entscheidung, wir haben heute noch Freude. So was hätte ich gern. Oder möchte ich, und ich bin auch überzeugt, dass das so ist. Wird das sicher gelingen. Hand drauf, es wird funktionieren. Dankeschön. Danke für den spannenden Einblick da ins Unternehmen. Alles Gute. Danke. Und bis demnächst.